Also der Hof ist besonders, das stimmt. Und er ist vor allem sehr groß, sehr alt. Und ich finde, er braucht wirklich einen Inhalt. Der ist sonst traurig. Ja, der steht jetzt schon jahrelang so lange unsaniert. Also wir haben 2012 das Haupthaus eben, also den Rest kaufen können. Seitdem versuchen wir, das wieder aufzubauen. Also es ist eine große Werkstatt. Sowohl das Bauen ist eine Werkstatt, Musik ist zum Teil eine Werkstatt. Was wir jetzt machen wollen, das ist eine Werkstatt. Und ein Leben ist dafür einfach nicht ausreichend, um das auf diesem Riesenhof zu bewältigen. Deswegen haben wir uns, als wir vor 3, 4, 5 Jahren einen Namen gesucht haben, dann letzten Endes für Lebenswerkstatthof entschieden. Ja. Seitdem ich ein kleines Mädchen bin eigentlich, wollte ich immer alte Häuser bauen. Also habe mir immer vorgestellt, wie man daran leben kann. Und ich war am Theater Annaberg engagiert, also nach meinem Studium, und habe vorher in Mausberg gewohnt, zur Miete. Und habe mir gedacht, oh, ich möchte wirklich auch hierbleiben. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Und ich möchte jetzt endlich mein altes Haus bauen. Und ja, ich habe einfach in der Zeit auch keinen Mann getroffen, der das mit mir gemacht hätte. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt alleine. Da bin ich losgegangen, habe gesucht. Da hat mich mein Hausarzt, der Dr. Wappler, der hat gesagt, geh mal runter auf dem Hof. Also die freut sich bestimmt, wenn du kommst. Und da habe ich angefragt und da hat sie mir das kleine Auszugshaus verkauft, weil ich dachte, das ist genau die richtige Größe. Ja, auch wenn ich vielleicht nicht mehr fest in Annaberg arbeite, kann man sich das so halten. Ein schöner Rückzugsort. Und ja, da habe ich angefangen, das alleine zu starten. Und das war unglaublich. Also wie viele gute Fügungen es da gab, ja. Dass ich dann natürlich meinen Mann getroffen habe, der das als Lehmbaufirma damals gebaut hat, mit meinem Geschmack, also auch, ja, der glücklich war, dass er sagt, endlich will auch mal jemand das alles so lassen, wie es ist. Das war eine große, große Fügung, ne? Und wir haben auch Behörden geholfen, dass ich das schnell genehmigt bekomme, weil das wäre ja eingefallen. Also ich glaube, ein Winter länger hätte es nicht geschafft. Das war viel, viel mehr kaputt als das Haus, ja. Das Leben hat uns in einer einzigen Art und Weise hier auf dem Hof zusammengeführt. Und dann haben wir 2012 ist der große Teil des Hofes versteigert worden. Und da haben wir uns angeschaut und haben kurz überlegt, ob wir das machen, weil es natürlich eine Riesenherausforderung ist. Aber wir haben gesagt, ja, der Hof hat so lange wie so einen Rüstenschlaf gehalten. Und wir machen das einfach und da sind wir jetzt dabei. Ja. Wir haben das einzigartige Glück, dass es in unserem Ort Mildenau einen Chronisten gab oder gibt, der vor vielen Jahren von bestimmten oder von wichtigen Denkmalschutzobjekten eine Chronik erstellt hat. Und wir wissen jetzt von unserem Hof, dass er 1650 gebaut wurde. Und wir wissen, dass es den Hof vorher 80 Meter weiter unten gab. Und wir haben eine Liste alle dieser Hofeigentümer bis 1500 zurück. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, wer 1710 oder wer 1820 hier war, diese Liste schaue ich mir manchmal an und kriege dann einfach mit, dass wir in einer bestimmten Zeit hier sind und unsere bestimmte Aufgabe haben und dort den Beitrag einfach für den Hof auch leisten können und wollen. Man sieht an dem Haus, dass es 1650 gebaut ist, unser komplettes Dachgeschoss besteht aus Holz, welches 1650 montiert wurde. Das ist eine unglaubliche Vorstellung. Wir haben das Haus, das Dach 2014 saniert und mussten 2 Sparren auswechseln über eine Länge von 27 Metern. Das ist also unglaublich. Man sieht an dem Haus, dass es zu vielen Etappen modernisiert wurde. In der Küche gibt es eine Stuckdecke von 1800, hier gibt es einen Sturz von 1861. Da ist also ganz viel passiert. Und es haben auch immer die Zeiten gewechselt. Und mein Eindruck jetzt ist, dass der Hof für viele einfach auch zu groß war. 1650 haben den Reiche Amtsschlösser gegründet und danach haben viele Leute ihr Leben lang hart hier arbeiten müssen, um diese Größe zu bewältigen. Und ja, das ist aber für uns nicht als Last, sondern wir nehmen das als Ansporn für uns mit. Ich kann jetzt nicht sagen, was in 20 Jahren sein wird. Unsere erste Etappe, die haben wir vor 20 Jahren abgeschlossen. Das war, dass wir das Haus hier drüben saniert haben. Das wäre jetzt schon nicht mehr da, definitiv. Dann haben wir das ersteigert und haben dieses Haus gebaut und wohnen da jetzt in einer unglaublich schönen Form drin. Und jetzt haben wir eine Vorstellung, wie wir das Auszugshaus nutzen. Und wir wissen, dass die nächste Etappe ist, dass wir die beiden Scheunen so erhalten müssen, dass sie
dass ihnen baulich nichts passiert. Und dann wollen wir einfach, dass auf dem Hof wieder Leben einzieht. Wir als Familie, wir vier Mann sind für den Hof einfach zu wenig. Wir wollen den Hof beleben, wir wollen, dass viele Leute das Ambiente hier mitbekommen wollen. Unsere Linde, die wahrscheinlich 400 Jahre alt ist. Ja, weil das ist ein abgetrennter Platz, ein Einhund ist, auf dem man Kraft tanken kann, von dem man was mitnehmen kann. Was jeder Besucher, der bei uns zu einem Sommerkonzert da war, der wird Ihnen das sofort so bestätigen. Und das, denke ich, das ist unsere Aufgabe. Ja, Hofkonzerte in Mildenau. Es ist ein ganz persönliches Konzert, immer auf unserem Hof, auf unserem alten Hof, hier unter der Linde. Finde ich sehr besonders. Und auch, dass wir natürlich sehr bemüht sind und interessiert sind, ganz spezielle, gute Programme zu machen. Für Kinder, für Erwachsene. Das ist uns bisher gut gelungen. Und jetzt stehen wir kurz vor meiner neuen Premiere mit Olaf Stelmecke und Band am 1.9. Mit dem Programm Sehnsucht nach Dur. Die Sehnsucht nach Dur ist uns gekommen schon, Sehnsucht nach dem Guten im Leben, nach Hoffnung, nach Licht. Die Menschen sind sehr, sehr mit Molltönen auch umgeben. Und also ich selbst glaube fest daran, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man, obwohl es in der Welt so viel Leid gibt und wirklich schwere, große Probleme, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man ganz im Kleinen an das Gute glaubt, an die Hoffnung und dass man es vor allem auch schon sieht, denn es gibt es ja, es ist ja wirklich vorhanden. Und dieses Programm soll Hoffnung machen. Ja. Es ist das dritte Projekt, was ich mit Olaf Stelmecke mache und man kennt uns vielleicht schon zusammen. Wir arbeiten jetzt 5 Jahre zusammen von unserem Weihnachtsprogramm Wie soll ich dich empfangen? Diesmal wird es Weltmusik sein, also es wird weniger Titel kommen, die der Olaf Stelmecke selbst produziert hat, Musik und Ton, ne? Und Text, sondern wir singen Lieder von Sophia Carlson, Michel Bernard, der Gruppe Bratsch, Cesara Irova und auch, was für mich sehr besonders ist, das Lied von Hans Eisler an einen kleinen Radioapparat. Das ist für mich ein ganz tolles Lied, auch diesmal in der Bearbeitung mit Saxophon und Klavier. Und es soll auch auf das Thema Exil und Asyl aufmerksam machen. Mhm. Wir werden wie immer auch Geschichten erzählen zwischendurch. Das Besondere daran ist dennoch, dass der Olaf Stelmecke, obwohl wir alles in Originalsprache singen, jeweils 1 bis 2 Strophen in Deutsch nachgedichtet hat. Die Bühne wird ganz toll werden, die wird beleuchtet sein, die wird toll ausgestattet sein. Es wird auch ein ganz tolles Catering geben von dem Mario Eberlein von der Raststätte am Wildbach. Das heißt, man kann ganz besonders gut essen vorher. Man kann schon um 6 kommen, obwohl es erst 7:30 losgeht. Es stehen hier unter der Linde ganz frei unsere alten Stühle. Jeder Stuhl ist anders, also es gibt keine feste Konzertbestuhlung. Und ja, man sitzt in diesen alten Mauern und es ist auch eine tolle Akustik. Also ich glaube schon, ich war selten Zuschauer, aber ich finde es schon sehr besonders. Und die Menschen, die hier waren, die spiegeln uns das auch wieder. Ja. Ja, das war der erste Versuch, auch hier so was Großes zu machen. Und das war unsere Premiere, Dietrich Knef, Programm mit Joe Sachse, Verena Noll und Marcel Schrenk am Piano. Und es war wirklich ein großes Projekt und da hatten wir das Pech, dass es wirklich die ganze Woche vorher durchgeregnet hat. Es war alles nass, es hat gestürmt und wir waren total verzweifelt und haben gesagt, aber dennoch, wir machen es selbst. Wir machen es trotzdem, wir machen es. Und mein Mann hat versucht, das Ganze zu überplanen und hat Nächte durchgearbeitet dafür. Und mit Beginn des Konzertes war wirklich für 2 Stunden gutes Wetter. Es stieg Nebel auf, es war eine besondere Atmosphäre und es war toll. Ich habe ja gesagt, dass dieser Inhalt ganz wichtig für den Hof ist. Das empfinde ich so, wenn man als Privatperson hier wohnt, finde ich, wird man ihm nicht gerecht. Er braucht was Größeres, also was Weiteres, sage ich mal. Ne? Und ich habe ja vorher in dem kleinen Auszugshaus gewohnt vom Hof. Das ist jetzt leer
Und das ist das Nächste, das braucht wirklich eine tiefe Aufgabe. Und ich habe jetzt schon seit 5 Jahren mache ich Yoga, also ich nehme am Yoga-Unterricht teil und ich verbinde es mit dem Weg, den ich gegangen bin, mit Musik. Und es bringt mir selbst unglaublich viel in meinem Leben und möchte diese Quelle, die ich da entdeckt habe, eigentlich weitergeben. Das wird sehr sporadisch erstmal stattfinden, aber ich möchte wirklich Musikmeditation machen in Verbindung mit Yoga-Übungen, mit Tanz, mit Improvisationen, mit meditativen Singen. Und ich werde damit am 31. Oktober starten, also an solchen großen Tagen wie Reformationstag, Karfreitag und sowas. Ich glaube, das suchen die Menschen auch nach solchen Inhalten. Ich möchte Sie sehr herzlich einladen zu unserem 4. Hofkonzert hier in Mildenau, Wiesenweg 17, auf unserem Lebenswerkstatthof. Es ist eine große Premiere von mir und Olaf Stellmecke und Band. Sie heißt Sehnsucht nach Dur. Sie beginnt 19.30 Uhr und Sie können sehr gerne schon 18 Uhr da sein und wundervolles Catering genießen von dem Mario Eberlein Raststätte am Wildbach. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ja, hoffen, dass alles schön warm wird und dass es gutes Wetter gibt. Sotto cielo così chiaro.